da, dass Experten sich darüber informieren, was sie gefunden haben. Wissenschaft ist dazu da, dass man sie teilt, dass man die Erkenntnisse mit anderen teilt und dass man es in unterschiedlichsten Disziplinen dann zur Anwendung führt. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit Ihnen reden, weil in dieser Wissenschaft, aus der ich komme, in der Hirnforschung, ist in den letzten 10, 20 Jahren so viel passiert, dass es eigentlich die Welt revolutioniert. Es stellt alles auf den Kopf, was wir bisher für richtig gehalten haben, und es ist eine einzige Unterstützung für die Vorstellung, dass Menschen selbstverantwortliche Wesen sind, die natürlich Unternehmer sind. Jeder Mensch ist ein Unternehmer. Problem ist nur, dass die meisten die Lust daran verloren haben. Aber ganz am Anfang, wenn Sie sich noch so erinnern, als Sie dieses Alter hatten, so in der Größe, da waren Sie ein Unternehmer. Da wollten Sie die Welt entdecken. Da wollten Sie verstehen, wie das alles funktioniert. Da sind Sie damals unterwegs gewesen, jeder auf eine andere Art und Weise, und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und dass man sie dann in die Schule geschickt hat, ist ein anderes Thema. Darüber reden wir ein bisschen später. Was wir am Anfang noch verstehen müssen, ist, dass jeder Mensch anders ist. Also jeder Mensch kommt schon anders zur Welt. Und das liegt daran, dass dieses Konzept von diesen genetischen Programmen, was wir früher mal im letzten Jahrhundert uns alle zu eigen gemacht haben, wo es dann hieß, das Hirn wird von genetischen Programmen zusammengebaut. Das lesen Sie heute noch in manchen wissenschaftlichen Zeitschriften und vor allen Dingen in der populärwissenschaftlichen Literatur. Das Gehirn wird von genetischen Programmen zusammengebaut. Und deshalb muss man mit dem zufrieden sein, was die da reingebaut haben. Und dann hieß es, und dann anschließend, wenn das einmal zusammengebaut ist, ist es auch nicht mehr zu ändern. Das heißt, man muss nicht nur zufrieden sein mit dem, was man da gekriegt hat, sondern es ist ein, geht das von Ihnen, oder soll ich jetzt so eine grundsätzlich neue Lösung suchen für dieses Übertragungsproblem? Weil bei mir pfeift es ein bisschen und bei Ihnen aber auch. Ne? Sie, vielleicht haben Sie so ein Handmikrofon, und ich kann mich ja ein bisschen an das Ding stellen, stell das mal hier ab. So. Bis eine gute Lösung gefunden ist, bleibe ich jetzt hier am Pult stehen. Jetzt, okay, oh, danke. So, also nochmal zurück. Wir kommen aus einer Welt, in der wir mit deterministischen Vorstellungen uns gegenseitig daran gehindert haben, uns weiterzuentwickeln. Deterministische Vorstellungen hießen mal vor ein paar hundert Jahren, der liebe Gott hat alles so gemacht, wie es ist. Und deshalb müssen wir uns dran halten, was er uns geschenkt hat und was er uns mitgegeben hat. Und als der sich da so einigermaßen als untauglich herausgestellt hat, hat man gesagt, die genetischen Programme haben uns so gemacht, wie wir sind. Und deshalb müssen wir uns jetzt mit dem zufrieden geben, was die genetischen Programme mit uns gemacht haben. Und wenn es nun an den genetischen Programmen liegt, dass man ein bestimmtes Hirn kriegt, dann, und man das dann später auch nicht mehr ändern kann, und man das ganze Leben lang mit dem rumlaufen muss, was einem die genetischen Programme da ins Hirn gebaut hat, dann ist es natürlich ganz klug für eine Gesellschaft, wenn man schon sehr früh guckt, wer das bessere Programm hat. Deshalb haben wir ein dreigliedriges Schulsystem, dass man die schon schnell rausfindet. So, und damit Sie die Tragweite verstehen, was das alles bedeutet, das sind im Grunde genommen Besitzstandwahrungstheorien, die als wissenschaftliche Ideologien daherkommen und im Grunde genommen immer nur das bestätigen, was die Leute alle gerne hören wollen. Vor allen Dingen diejenigen, denen es im Augenblick gerade mal besonders gut geht und die von den Verhältnissen, unter denen sie leben, besonders viele Vorteile haben. Die brauchen immer eine Theorie, die das stützt. Und Wissenschaftler sind ja auch nur Menschen, und manche merken es gar nicht, dass die denen genau diese Theorien liefern, und deshalb passiert immer wieder das Gleiche. So. Und jetzt kommt plötzlich diese Hirnforschung, hat sie auch nicht gewollt. Die haben ja auch dran geglaubt, dass es nichts mehr, dass da oben sich nichts mehr rappelt. Das war in den 70er Jahren, war ich noch im Max-Planck-Institut in Göttingen. Da hieß das Dogma, wenn Nervenzellen fertig sind als Erwachsene sozusagen, können die keinen Fortsatz mehr auswachsen. Und dann kommt da plötzlich einer unserer Kollegen, der hatte Nervenzellen vom Rattengehirn, Erwachsene,
Rattengehirn-Nervenzellen hatte der in so Schalen gezüchtet. Und dann rannte der über den Flur und sagte, meine Nervenzellen haben Fortsatz gekriegt. Ja, Wahnsinn. Und das durfte nicht sein. Und da sind wir alle dahin, haben geguckt. Ja, na klar, war da ein Fortsatz dran. Die hatten plötzlich was gemacht, was sie nicht durften. Dann hat er das natürlich publiziert und es ist ihm um die Ohren gehauen worden. Das waren angeblich keine Nervenzellen. Er hätte sich geirrt. Wahrscheinlich waren sie auch nicht von erwachsenen Ratten, sondern von Jungen. Und so ging die Argumentation hin und her. Das Ding ist nie publiziert worden. So war der Stand in den 70er, 80er und zum Teil noch in den 90er. In manchen Köpfen ist er bis heute so. So, und jetzt kommt plötzlich diese Hirnforschung, hat es gar nicht gewollt und stellt fest, das Hirn ändert sich. Das ganze Leben lang. Jederzeit können Sie da oben nochmal eine neue Verschaltung reinkriegen, wenn Sie da nochmal was anderes machen. Also am schönsten sieht man das, wenn Sie jetzt jonglieren lernen, ne, mit 3 Bällen, vielleicht sogar mit 5. Nach einem halben Jahr können Sie richtig die 5 Bälle in der Luft halten. Denn wenn man sie dann in so einen funktionellen Kernspinapparat legt, dann sieht man, da ist eine Jonglierverschaltung entstanden. Da kriegen Sie so eine Brille auf und da wird Ihnen einer vorgespielt, der jongliert und dann jonglieren Sie im Geiste mit. Und dann sieht man, aha, das ist die Jonglierverschaltung. Währenddessen ein halbes Jahr vorher, da hätten Sie die Brille aufgesetzt und einen jonglieren sehen, da wäre da oben alles durcheinander gewesen, weil Sie hätten gar nicht gewusst, was der macht. Sie hätten das gar nicht mitverfolgen können, weil Sie gar kein Netzwerk dafür haben. Und so geht das dann, wenn man eine Sprache lernt und wenn man irgendwas anderes nochmal lernt. Wunderbar, man kann das ganze Leben lang immer wieder da oben eine neue Verschaltung reinbauen. Meistens, indem man die alten überlagert. Darüber können wir aber dann im Workshop noch ein bisschen reden. So, und dann hat man also festgestellt, jawohl, das Hirn kann man verändern. Und dann haben die wieder mit einer ideologischen Vorstellung reagiert in unseren Breiten. Und die hieß dann, wenn man etwas durch sozusagen verändern kann, dadurch, dass man es mehr benutzt, dann muss man es auch mehr benutzen. Da muss man sich also anstrengen. Da muss man trainieren. Da muss man ein bisschen Hirn-Brain-Jogging machen und was nicht alles. Und dann haben sich viele Leute angestrengt und haben gemeint, wenn sie sich mehr anstrengen, kriegen sie mehr Hirn. Das hat auch nichts geholfen. Das geht auch nicht. Und am meisten haben wir gedacht, müsste das Hirn von denen noch stärker benutzt werden, die noch so ganz klein sind, weil da passt noch so viel rein. Und wenn die das noch mehr nutzen würden, würde dann auch noch viel mehr reinpassen. Dann haben wir den ganz Kleinen dann schon versucht, im Kindergarten 3 Fremdsprachen beizubringen und was es noch alles so an Frühförderwahn-Umsetzungen gab. Mit dem Ergebnis, dass also die Kinder nicht viel intelligenter geworden sind dadurch. Dass manche Eltern sich dann gewundert haben, wenn die anfangen, mit ihrem Kind Englisch zu reden, obwohl das gar nicht die Muttersprache ist, dass das Kind gedacht hat, die Mama hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und was dann entsteht, ist nicht Englisch, Frühförderung, sondern eine Bindungsstörung. So, das heißt, also wir fallen immer wieder auf unsere eigenen Vorstellungen herein. Und deshalb ist es jetzt auf einmal so schön, wenn die Hirnforschung nun feststellt, damit nachhaltig was im Hirn hängen bleiben kann, muss es unter die Haut gehen. Das heißt, man müsste sich nochmal für irgendwas begeistern, es müsste einem nochmal so richtig Freude machen, es müssten im Hirn die emotionalen Zentren angehen, die haben so Kerngebiete im Mittelhirn, wo die Zellen, die dort liegen, so lange Fortsätze haben und an den Enden dieser Fortsätze wird dann immer ein Cocktail von Botenstoffen ausgeschüttet, der im Normalbetrieb nicht rauskommt. Und diese Botenstoffe nennen wir neuroplastische Botenstoffe und die können dahinterliegende Nervenzellen und Nervennetze dazu bringen, dass die neue Fortsätze bilden, dass die neue Verzweigung machen, neue Kontakte machen. Das heißt, es ist eine Art Dünger, der da rauskommt, der dazu führt, dass das, was man gerade im Zustand der Begeisterung gemacht hat, um zum Beispiel was zu gründen oder irgendwas zu entdecken oder was zu gestalten, dass das, was man dabei im Hirn an Netzwerken aktiviert hat, dass das immer stärker wird. Und jetzt wissen Sie endlich, weshalb das, was Ihnen Freude macht, auch so gut im Hirn hängen bleibt. Und das, was Ihnen versucht wird, von anderen Leuten ins Hirn zu hauen oder zu drücken oder zu pressen, dass das nichts wird. Dass das also da reingeht und hier wieder raus. 2 Jahre nach dem Abitur gibt es einige Studien, ist von dem, was man da in 12 oder 13, das ist ja schon fast egal, Jahren in der Schule gelernt hat,
nach den optimistischen Prognosen noch 10% da, nach den wahrscheinlich realistischen noch 2%. Kann man sich vorstellen, wozu man in die Schule geht. Und jetzt wissen Sie weshalb. Weil es den Leuten dort nicht unter die Haut geht. Weil sie dort ganz andere Erfahrungen machen. Was wir also aus dem, was wir da gesagt haben, ableiten können, heißt, es geht prinzipiell, dass man nochmal sich weiterentwickelt und dass man nochmal diese Lust am eigenen Denken und am gemeinsamen Gestalten wiederfindet. Aber es ist ein bisschen eine ständige Gefahr, dass sie einem unterwegs abhanden kommt. Das können Sie ja auch noch sich erinnern, als Sie noch so in dem Alter unterwegs waren, haben Sie ungefähr am Tag 50 bis 100 Mal so einen Begeisterungssturm im Hirn gehabt. Da kam dann dieser Dünger raus und deshalb haben Sie so viel gelernt. Und dann wird es immer weniger. Das will ich jetzt nicht bis zu Ende ausführen, aber das Ende dieser ganzen Entwicklung heißt Demenz. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der sich bis ins hohe Alter über das, was es dort alles im Leben zu entdecken und zu gestalten gibt, begeistert und gleichzeitig eine Demenz kriegt. Das scheint irgendwie vielleicht auch mal so rumgedacht werden zu müssen. Auch das ist ein interessanter Gedanke, der im Augenblick nicht so gut in die Köpfe passt. Okay. Was das im Hirn stabilisiert, was man dann am Ende drin hat, ist also das, was einem im Leben weitergeholfen hat. So heißt ja jetzt die richtige. Das, was Ihnen Freude gemacht hat, weil das eine gute Lösung war, hat sich im Hirn verankert und alles, was Sie nicht gebrauchen konnten, das hat sich nicht verankert. Die genetischen Programme haben am Anfang dafür gesorgt, dass da oben viel mehr Vernetzung bereitgestellt wird, als Sie jemals im Leben hätten brauchen können. Und die ersten Vernetzungen sind stabilisiert worden, schon vor der Geburt, aufgrund der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Das Hirn hat sozusagen gemerkt, als sie noch ein Embryo waren, dass da unten ein Körper dran hängt. Über die ersten Faserverbindungen sind dann die Signale da oben angekommen, dann hat es irgendwo gezuckt und dann haben sie da oben ein Muster ausgebildet, ein Erregungsmuster, und dieses Erregungsmuster hat sich dann immer weiter verknüpft und verstärkt, sodass dann am Ende der Arm leicht und ohne Probleme bewegbar geworden ist und sie konnten dann am Ende der Schwangerschaft, denn auch wenn sie Lust drauf hatten, den Daumen in den Mund stecken. So, das hat das Hirn gelernt, da gab es kein genetisches Programm dazu, das Einzige, was genetisch war, war die Konstellation des Armes, die Anatomie, der ging eben nur so zu biegen. Und deshalb konnte das Hirn auch nur lernen, ihn so zu bewegen. Und deshalb hat es das auch genauso gelernt, wie das die Anatomie möglich gemacht hat, wenn anatomisch der Arm hintenrum zu knicken wäre und man den Daumen so rum reinstecken, das Hirn hätte, wenn das ginge, das Hirn hätte kein Problem damit gehabt. Das kann alles lernen. Aber dadurch, dass jetzt jeder Mensch, und das ist genetisch, einen bestimmten Körper hat und jeder einen anderen, und es geht nicht nur um die Arme, es geht auch um den Magen, es geht um den Darm, es geht um die Haut, es geht um alles, und diese ganzen Signalmuster am Ende dazu beitragen, dass bestimmte Netzwerke im Hirn stabilisiert werden, wenn jeder Mensch einen anderen Körper hat, schon zum Zeitpunkt der Geburt mit einem anderen Körper auf die Welt kommt, dann hat auch jeder von Ihnen, wie er hier sitzt, zum Zeitpunkt der Geburt ein anderes Hirn gehabt. Nämlich eins, was genau zu seinem Körper passt, weil sich das Hirn anhand dieses spezifischen Körpers entwickelt hat. So wunderbar ist das. Und deshalb ist jeder erstmal am Anfang seines Lebens richtig. Und dann macht er sich auf in die Welt. Und so wie sich vorher die Vernetzungen im Hirn stabilisiert haben, anhand der Beziehung, die das Hirn zu diesem Körper eingegangen ist, so stabilisieren sich jetzt bestimmte Vernetzungen aufgrund der Erfahrungen, die ein Mensch beim Hineinwachsen in die Welt mit diesen Menschen macht, die dort draußen sind. Und die sind auch unterschiedlich. Also, und dann wird aber plötzlich klar, dass das natürlich nicht das Gleiche ist, ob man jetzt in diese Familie reinwächst oder in eine andere. Und ob das hier in Berlin passiert oder in Chicago oder im tropischen Regenwald oder bei den Inuit. Überall ist es anders. Und deshalb haben Menschen, wo immer die groß werden, auch nochmal durch die Welt, in die sie hineinwachsen, jedes Mal ein völlig anderes Gehirn. Es gibt keine zwei Menschen mit den gleichen Denkmustern in ihrem Hirn. Und das ist einfach, das ist der helle Wahnsinn.
Und darüber kann man ganz glücklich sein und kann dann auch vergessen, dass, wenn man das andersrum dreht, wir dann eben aufgrund dieser Erkenntnis dann auch sagen müssen, jeder von uns ist eigentlich nur eine Kümmerversion dessen, was aus ihm hätte werden können. Das ist sehr ermutigend, weil das heißt, da geht noch was. Und das war genau das, was ich am Anfang dargestellt hatte. Ja, es ginge das ganze Leben noch was. Sie könnten jederzeit noch mal neue Verschaltungen dazu bauen. Das Hirn macht uns sogar vor, wie man ein ganzes Leben lang wachsen kann, ohne dass einem der Schädel platzt, vor lauter, dadurch, dass man immer größer wird. Der Trick im Hirn heißt Vernetzung. Je mehr, Sie können das ganze Leben lang neue Vernetzungen aufbauen, dadurch wird das Volumen nicht größer. Es wird alles nur intensiver und das ist auch eine nette Art zu wachsen, indem wir miteinander in intensivere Beziehungen kommen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir einmal in bestimmten Familien groß geworden sind, durch bestimmte Schulsysteme durchgegangen sind, dann bestimmte Ausbildungen durchlaufen haben und dabei sehr viel von unserer anfänglichen Entdeckerfreude und Gestaltungslust verloren haben, dann heißt die Frage, was ist denn eigentlich der Grund? Und ich habe vor einem Jahr, ein ganzes Jahr Pause gemacht und habe keine öffentlichen Auftritte gemacht, habe das Sabbatical genannt, um über nichts weiter als über das nachzudenken, weil es mir so wichtig war. Was ist der Grund, dass Menschen die Lust am eigenen Denken, am eigenen Gestalten verlieren? Wo bleibt diese Lust? Das ist doch absurd. Also ein Naturgesetz ist es nicht, hirntechnisch angelegt ist es auch nicht. Wo ist das also, wo kommt das her? Und deshalb dachte ich, sei das notwendig, dass man das findet. Und ich glaube, dass ich es gefunden habe und ich bin auch sehr fasziniert von dem, was da auf einmal rauskommt, weil es wieder so einfach ist. Das ist der Mensch, ich sag's jetzt mal, wir haben früher mal gedacht, der Mensch sei das einzige Wesen, was lernen kann. Stimmt überhaupt nicht. Ja? Also alle anderen Tiere können auch was lernen. Lernen, würde ich sogar sagen, ist eine Grundeigenschaft des Lebens. Wer nichts mehr lernen kann, ist tot. Also dieses Herausstellungsmerkmal ließ sich nicht halten. Dann haben wir gesagt, der Mensch ist der Einzige, der etwas entwickeln kann, was wir Theory of Mind nennen. Das heißt, wir können uns vorstellen, was ein anderer, der uns da gegenüber sitzt, gerade denkt und was der für eine Absicht verfolgt. Und dann haben wir festgestellt, das können die Affen auch. Und dann haben sich die Hundebesitzer gesagt, haben gesagt, mein Hund kann das auch. Und dann haben die Wissenschaftler nachgeguckt, haben gesagt, stimmt. Hunde können das auch sehr gut, können sich auch sehr gut vorstellen, was das Herrchen jetzt gerade vorhat. Also ist das auch kein Herausstellungsmerkmal des Menschen? Das einzige Herausstellungsmerkmal des Menschen, ich sage es jetzt mal so bitter wie es ist, ist, dass der Mensch in der Lage ist, die Lernfähigkeit anderer für seine Zwecke auszunutzen. Haben wir das jetzt alle verstanden? Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf dieser Erde, was lernen kann, dass man andere für seine Zwecke benutzen kann. Andere Lebewesen natürlich, aber auch andere Menschen kann man sehr gut für seine eigenen Zwecke benutzen. Und am Ende sogar die eigenen Kinder. Das kann kein Affe. Und ein Hund erst recht nicht. Da muss man schon ein Mensch sein. Und das hängt damit zusammen, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, was ein anderes Lebewesen zum Objekt machen kann. Zum Objekt seiner Wünsche, Ziele, Vorstellungen, Erwartungen, Bewertungen und was noch alles. Und am Ende seiner Maßnahmen. Und so sind wir nicht auf die Welt gekommen, meine Damen und Herren. Das ist eine Kulturleistung. Und da es eine Kulturleistung ist, können wir das auch ändern. Wir gehen nochmal zurück in die Phase, als es noch alles mit großer Freude und Begeisterung passiert ist, als wir noch richtig so toll unterwegs waren, in dieser Phase, als wir noch diese Größe hatten, da haben wir alles, was wir gelernt haben, in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung mit einem lebendigen Gegenüber gelernt. Da hat uns noch keiner zum Objekt gemacht und wenn das Eltern gemacht haben, und uns schon benutzt haben und uns dann in so einen Porsche-Sportwagen gesetzt haben und uns so ein rosa Kleidchen angezogen haben, wie das manchmal zu sehen ist, dann wartet das große Glück, wir haben es noch nicht gemerkt. Das heißt, wir haben uns, ob die Eltern das nun wollten oder nicht, als Subjekt erlebt. Wir haben gelächelt
Und da hat die Mama zurückgelächelt. Wir haben irgendwas gemacht und dann hat die Mama was gemacht. Und die Mama hat was gemacht und das hat mit uns was gemacht. Das heißt, das ist ein Tanz gewesen, in dem wir in einer lebendigen Beziehung mit dieser Mutter und mit dem Vater und später den anderen alles das gelernt haben, was es im Leben zu lernen gab. Die wichtigsten Sachen, auf zwei Beinen laufen. Können Sie sich vorstellen, was das für eine hirntechnische Meisterleistung ist, dass wir hier nicht umfallen? Und das muss man erstmal hinkriegen. Sprache aus dem Nichts heraus ist keine Kunst, wenn ich schon eine Sprache kann, noch eine zu lernen. Aber von Null die erste Sprache zu lernen, das ist der helle Wahnsinn. Das geht nur in solchen lebendigen Beziehungen, wo der andere ein Subjekt ist und wo sie von Subjekt zu Subjekt miteinander in eine lebendige Beziehung kommen. Die haben in 50er Jahren mal versucht, Rhesusaffen an einem Objekt groß werden zu lassen. Das war eine Mutterattrappe. Aus Draht kann man so einen Affen bauen, Zelt, Fell drüber ziehen, Brüste dran machen, Milch rein, auch noch die Milch kann man auch noch wärmen, sodass die kleinen Äffchen da an dieser Mutterbrust da sitzen. Und dann haben sie gedacht, das sei genug. Die sterben da dran. Das heißt, selbst als Affe braucht man ein lebendiges Gegenüber, was auf einen reagiert und was eigene Regungen besitzt, damit man selbst am Leben bleiben will. Und damit man sich als Subjekt erlebt, muss man als Subjekt erlebbar werden. Muss einem jemand das Gefühl geben, dass man so, wie man ist, total richtig ist. So, das wäre das, was glücklicherweise uns allen am Anfang des Lebens passiert ist und was die Grundlage dafür bietet, dass Herr Faltin so wunderbare Veranstaltungen machen kann, indem er Leuten sagt, ihr könntet bis ins hohe Alter immer noch ein Unternehmer werden. Entrepreneurship ist das automatisch, da kommt man sozusagen in die Welt rein und kriegt immer mehr Lust, in dieser Welt alles Mögliche zu gestalten. Und dann und das geht so weit mit diesen Subjekt-Subjekt-Beziehungen, dass die kleinen Kinder, das wissen Sie auch, dass die kleinen Kinder dann häufig sogar Objekte lebendig machen, also zu Subjekten machen. Also die Puppe oder den Teddybär oder die Jungs das Feuerwehrauto, da reden die mit denen, als ob die lebendig wären. So tief sitzt das in der Birne, dass man nur mit einem lebendigen Gegenüber, was ein Subjekt ist, in eine Beziehung kommen kann und davon was lernen kann. Und dann kommen Eltern irgendwann auf die Idee und erinnern sich daran, dass es jetzt Zeit wird für die Erziehung. Und dann wird jeder von uns, hat das erlebt, dann wird das Kind zum Objekt elterlicher Erziehungsmaßnahmen. Und jetzt ist es wieder toll, dass es die Hirnforschung gibt. Wie könnte man sagen, das muss ja so sein. Ja, das muss ja so sein, würden die meisten sagen, wie soll man denn sonst die Kinder erziehen? Und dann sagt die Hirnforschung, ja, schon, aber in dem Augenblick, wo Sie Ihr Kind zum Objekt machen, dann unterbrechen Sie die Verbundenheit. Sie bringen das Kind in eine Situation, wo es sich nicht mehr mit Ihnen verbunden fühlt, sondern sich als Objekt behandelt, außerhalb der Beziehung erlebt. Und das kann man sogar noch bei erwachsenen Männern nachweisen, was das bewirkt. Nämlich, das aktiviert im Hirn, so konnten die Leute das inzwischen zeigen, mit Hilfe ihrer funktionellen Kernspintomographen, das aktiviert im Hirn, wenn man merkt, dass man nicht mehr dazugehört und aber gern dazugehören würde, dann aktiviert das im Hirn die gleichen Netzwerke, die auch immer dann aktiviert werden, wenn ihnen körperliche Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, das Hirn benutzt zur Signalisierung einer Beziehungsstörung im Sozialen die gleichen Netzwerke, die es auch benutzt, um eine Beziehungsstörung im eigenen Körper zu signalisieren. Und deshalb tut das so weh. Und deshalb stimmt das auch alles, was der Volksmund sagt. Scheiden tut weh. Und du tust mir weh mit dem, was du da jetzt mit mir gemacht hast. Weil man es als Schmerz empfindet. Und für solche Schmerzen braucht man Lösungen. Und Sie, wie Sie hier sitzen, haben alle irgendwelche Lösungen gefunden, weil Sie sind ja alle durch dieses Drama durchgegangen. Damals, als Sie aber noch 3 waren und das erste Mal gemerkt haben, dass Sie zum Objekt haben, da mussten Sie die Lösung erst finden. Und Sie haben alle eine Lösung gefunden. Alle, wie wir hier sitzen, haben eine Lösung gefunden. Nur, und da will ich hin, diese Lösungen waren alle fatal, weil die uns das kaputt gemacht haben. Die eine Lösung, die man finden kann, das merken Sie auch bei manchen Kindern, wenn sie dann so als Objekt der elterlichen Erziehungs-
Erziehungsmaßnahmen sich selbst erleben, ist, dass man einfach den anderen zum Objekt erklärt. Mama sagt, zieh dir die Schuhe an, und das Kind sagt, blöde Mama. Wunderbar, da sind wir uns jetzt einig. Das Kind ist in unserer heutigen Welt angekommen. Es wird zum Objekt gemacht mit einer Anordnung, und es gibt das zurück, indem es die Mama auch zum Objekt macht mit einer Bewertung. Das ist nicht angeboren. Das ist, muss man lernen. Und die Kinder, die das besonders gut lernen, die können dann andere ganz besonders gut in den Sack hauen mit ihren Bewertungen. Und wenn die erstmal anfangen, andere als Objekte zu bewerten, dann dauert das nicht mehr lange, und das lernen sie dann schon im Kindergarten, dass sie andere auch nach ihren Vorstellungen hin und her tanzen lassen. Und diejenigen, die das im Kindergarten am besten gelernt haben, die lernen das dann in der Schule noch besser. Und das sind dann diejenigen, die die heutigen Führungskräfte in unseren großen Unternehmen, in der Politik und in den Medien abgeben. Die haben gelernt. Die haben in einem langen Leidensweg, aber sehr erfolgreich gelernt, wie man andere nach seinen Vorstellungen hin und her schiebt. Und merken Sie, was da passiert? Die haben keine Beziehung mit denen. Die sind eigentlich allein. Die müssen das machen, weil eigentlich ist das der Schutzmechanismus, mit dem die da unterwegs sind. Das ist nicht ihr, das, was sie gerne machen würden. Und wenn Menschen anfangen, sich so gegenseitig als Objekte zu benutzen und solche Objektbeziehungen aufzubauen, dann passiert zwischen den Menschen auch nichts mehr. Und da ist ja der eine immer nur dabei, den anderen noch besser in seine Vorstellung einzubetten, wie er ihn am besten benutzen kann, und der andere ist ständig dabei rauszukriegen, wie er dem Ganzen entkommen kann. Und das hat mit Lernen und Weiterentwicklung nichts zu tun. Und da wir das nun als Kultur schon so lange haben, tut sich auch bei uns nichts. Wir treten auf der Stelle, weil wir nicht über diese Schwelle hinwegkommen, wo wir endlich etwas zustande bringen, was man Co-Kreativität nennt. Was man dann erlebt, wenn man wirklich sich auf einen anderen einlässt, wenn man ihm begegnet. Wenn man das, was Sie im Hirn haben und das, was ich im Hirn habe, wenn wir das zusammenkriegten, hätten wir beide doppelt so viel Hirn wie vorher. Aber wir kriegen das nicht hin, wenn ich Sie als Objekt meiner Belehrungen von hier oben ständig zulabere. Da müsste ich runterkommen. Wir müssten dann irgendwas miteinander vereinbaren. Wir müssten versuchen, uns kennenzulernen. Sie müssten Lust auf mich kriegen und auf das, was ich alles erlebt und erfahren habe, und ich müsste Lust auf Sie bekommen, und dann würden wir plötzlich ein fantastisches Team. Und dann würden wir, und das ist dann der Unterschied, einander als Subjekte begegnen. Und dann würde etwas stattfinden, was Co-Kreativität und Co-Evolution heißt. Und das sind die eigentlichen Triebfedern jeder Entwicklung. Es geht nur in diesen Austauschprozessen, aber es geht nicht in solchen Prozessen, wo man sich und den anderen zum Objekt macht. Und damit habe ich schon die zweite Strategie ein bisschen angedeutet. Es gibt ja welche, das sind dann die anderen, die können das nicht, die bringen es nicht fertig, als kleines Mädchen oder als kleiner Junge die Mama zum Objekt zu machen und zu sagen, Mama, du bist blöd. In Gedanken, nur heimlich und so, aber nicht mal das. Und die machen was anderes, das kennen Sie auch. Die Hälfte von Ihnen hat diesen Weg beschritten. Die sagen dann, ich bin blöd. Toll. Ich bin blöd, ich bin zu doof, ich kann kein Mathe, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert, was man das sich so alles einreden kann. Man macht sich selbst zum Objekt seiner eigenen Bewertung. Das ist natürlich total bescheuert. Weil dann hat das ja zur Folge, dass man sich selber nicht mehr leiden kann. Und jemand, der sich selber nicht mehr leiden kann, der kann erst recht nicht mit anderen Leuten in eine gute Beziehung kommen. Und da haben wir dann die zweite Hälfte der Leute. Die einen kommen nicht in eine Begegnung, weil sie die anderen immer manipulieren. Die anderen kommen nicht in eine Begegnung, weil sie ständig dabei sind, sich selbst zu Objekten zu machen. Und das ist eine Welt, in der wir noch einige Zeit herumwurschteln können, aber wo wir nicht wirklich weiterkommen. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich doch einfach auch mal sowas und werde ein Entrepreneur. Lieber Günter Feldin, ich habe das hier gelernt, als ich das letzte Mal hier war. Ich hatte damals so viele Leute kennengelernt, die sich alle irgendwie auf den Weg gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, kann ich doch auch. Dann schreibe ich jetzt mal nicht nur immer Bücher, in denen ich versuche, das zu erklären, sondern ich mache mal was und gründe eine Akademie für Potenzialentfaltung. Und ziehe das Ganze als Genossenschaft auf, damit möglichst viele mitmachen können. Und das Ziel dieser Genossenschaft und dieser Akademie für Potenzialentfaltung heißt eine andere Art von Kultur, eine andere Art des Umgangs miteinander.
Der Versuch des Menschen, und ich würde mich freuen, wenn das hier auf diesem Summit ein bisschen, deshalb bin ich ja froh, dass ich am Anfang hier reden darf, wenn sich das hier ein bisschen ausbreiten würde, ist der Versuch, Menschen, andere Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, von ihren jeweiligen Vorstellungen herunterzukommen und einander zu begegnen, sich auszutauschen, zu gucken, was man wirklich gemeinsam miteinander machen kann, auch mal zu suchen, statt immer nur anderen zu erklären, was sie machen sollen, mal zu suchen und herauszufinden, was in dem anderen alles verborgen ist, den anderen einfach als Subjekt wieder entdecken. Und das, wenn das viele machen, dann könnte das zu einer völlig anderen Welt führen. Es könnte zu einer Welt führen, in der plötzlich Menschen nie mehr ihre Lust und ihre Begeisterung über das eigene Denken und das gemeinsame Gestalten verlieren. Das wäre dann eine Welt, in der tatsächlich das stattfinden könnte, was Potenzialentfaltung heißt. Es ist ja alles so einfach, dass man sich nur wundern kann. Solange Menschen einander als Objekte behandeln, da kann überhaupt kein Potenzial entfaltet werden. Da sind die ja eingeklemmt und haben ein Ziel, nämlich wie sie da rauskommen oder wie sie es noch besser machen. Da ist man nicht offen für alles, was es in der Welt gibt. Da ist man nur interessiert an irgendeiner Lösung für das Problem, was man hat. Wenn sie einander als Subjekte begegnen würden, da verlieren sie ihre Angst. Sie gehen auf. Sie wissen, dass sie bedeutsam sind, nur allein dadurch, dass sie sie sind. Und nicht durch das, was sie alles geleistet haben. Und dann geht ihr Hirn auf und dann kriegen sie diesen 360-Grad-Blick. Dann können sie endlich wieder entdecken, was es alles da draußen zu entdecken gibt. Und müssen es nicht immer gleich bewerten. Dann können sie die Welt in sich reinlassen und dann kommen sie auf Ideen, kann ich nur sagen, von denen sie bisher noch gar nicht geahnt haben, dass es solche Ideen gibt. Und das wäre die Voraussetzung für eine Das ahnen Sie, das wäre die Voraussetzung dafür, dass eine Entwicklung stattfindet, die tatsächlich in die Zukunft führt. Das ist dieser Transformationsprozess, den wir alle spüren, dass er stattfinden muss und wo keiner so richtig weiß, wie er in Gang kommen kann. Die Welt von morgen hängt davon ab, ob es uns gelingt, aus dieser alten Nummer der Einzelkämpfer herauszufinden und endlich das zu entdecken, was schon die Einzeller irgendwann mal geschafft haben. Nämlich, dass man alleine zwar sehr viel, aber dann am Ende auch irgendwann nicht mehr weiterkommt. Und dann fängt man an, Vielzeller zu werden. Und Vielzeller kann man aber nicht werden, indem einen jemand dazu zwingt. Sondern Vielzeller, solche Gemeinschaften, die wir Potenzialentfaltungsgemeinschaften nennen, können nur entstehen, wenn Leute Lust haben auf die anderen. Freude daran haben, das zu teilen und es gemeinsam anzugehen. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen hier eine wunderbare Tagung. Ich freue mich auf Begegnung. Ich bin ja heute den ganzen Tag da, auf Austausch. Und wenn das ein Impuls gewesen sein sollte, der dazu führt, dass Sie mehr Lust aufeinander kriegen, dann wäre das das Beste, was überhaupt passieren kann am Anfang. Herzlichen Dank.